Ja, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen. Stefans Bücherplausch, heute bereits die 5. Folge. Unglaublich, dass wir schon bei Folge 5 angekommen sind und Sie uns immer noch die Treue halten, worüber ich mich natürlich sehr freue. Wir haben wieder nur eine halbe Stunde Zeit und in dieser halben Stunde habe ich mir zwei junge Frauen eingeladen, über die ich mich sehr gefreut habe, dass sie auch gekommen sind und dass wir heute gemeinsam beim Bücherplausch über Literatur reden wollen, über eigene Werke, aber vielleicht auch über das eine oder andere Werk, was den beiden Damen gefällt. Ganz herzlich willkommen, Vanessa Schreiter. Ich sage sofort noch etwas zu Vanessa und Mira Bergen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir freuen uns auch sehr, dass wir das da sein dürfen. Schön. Vanessa, du bist heute hier, weil du unter anderem auch beim Nachwuchsförderpreis Literatur im Erzgebirge, trau dich, im vergangenen Jahr Preise gewonnen hast. Deswegen, auf deine Preise werden wir noch zu sprechen kommen. Okay. Und Mira, du bist heute hier, weil du so eine unheimlich fleißige Schreiberin bist, die schon offensichtlich mehrere tausend Druckseiten mit interessanten und spannenden Geschichten gefüllt hat. Und weil ihr beide hier im Erzgebirge heimisch seid und ihr beide euch hier wohlfühlt und etwas dafür tun wollt, dass hier auch Literatur im Erzgebirge einen festen Stellenwert hat. Mira, ich fange mit dir an. Mira Bergen, ich verrate es, ist ein Künstlername. Ich kenne auch deinen richtigen Namen, den verrate ich aber nicht. Das hatten wir so abgesprochen. Wie bist du denn dazu gekommen, dir einen Künstlernamen zu geben? Ich wusste ja zuerst nicht, ob das wirklich gut geht, also wie die Bücher ankommen. Also man hat ja selber immer eine andere Wahrnehmung von dem, was man da so macht, findet das teilweise auch toll, obwohl es andere vielleicht auch ein bisschen blöd finden. Weiß man vorher alles nicht, also war ja auch so ein Versuchsballon erstmal und dachte ich, okay, ich traue mich erstmal noch nicht unter meinem Namen, denke mir einen anderen aus, habe aber dann auch gedacht, also irgendeinen wilden Namen sich auszudenken, ist auch ein bisschen, weiß ich nicht, fand ich nicht so toll und habe dann überlegt, dass ich ein Anagramm mir überlege von Marienberg. Aha. Weil ich komme ja aus Marienberg und Mira Bergen, also wenn man die Buchstaben alle so ein bisschen durcheinander würfelt und anders zusammensetzt, dann kommt halt Marienberg raus. Eine sehr schöne Idee und du hast jetzt alle deine Werke, alle deine Bücher unter diesem Namen veröffentlicht, genau. Und willst dabei auch bleiben. Ja, hat sich jetzt so bewährt, ja. Schön. Du heißt natürlich wirklich Vanessa Schreiber, ja, ne? Hast du irgendwann mal vor, auch dir einen Künstlernamen zuzulegen? Ja, also vielleicht Isabella von Schwan. Oh. Weil ich habe mal ein Gedicht geschrieben, die Gräfin von Schwan. Ja. Gut, Vanessa, machen wir einfach mal bei dir weiter. Du hast ja dich sehr erfolgreich im vergangenen Jahr am Nachwuchsförderpreis beteiligt mit Werken. Wie viele Preise hast du denn abgesahnt? Zwei. Zwei Preise. Und du hast, was war denn der Antrieb für dich, etwas zu schreiben und etwas einzureichen? Also das letzte Mal habe ich halt einen Jurypreis gewonnen und da dachte ich mir schon, mach's wieder mit. Und ich hatte auch relativ früh schon meine Einfälle, aber ich habe das dann nochmal umgeändert, weil mir das und das nicht gepasst hat. Und ich habe nicht die ersten drei Werke genommen, sondern erst später. Ich kann mich noch erinnern, das erste, so was ich geschrieben habe und auch eingereicht habe, das wurde nicht genommen. Aha. Also das Beste kommt zum Schluss. Ja, genau. Und schreibst du sehr regelmäßig zu Hause, also auch wenn es keinen Literatur-Nachwuchsförderpreis gibt? Also es gab jetzt gerade vor kurzem eine Zeit, wo ich wirklich, immer wenn ich aus der Schule raus bin oder auch in der Pause, habe ich immer geschrieben. Ich habe pro Tag dann so ein Blatt auf Kariert geschrieben. Mhm. Und jetzt habe ich so gerade, wo ich keine Geschichten schreiben kann, aber Gedichte. Und du schreibst dann vermutlich, um die Eindrücke des Tages auch für dich festzuhalten, vielleicht auch zu verarbeiten und Ähnliches. Ne? Also ich mache das immer so, ich nehme Fakten von meinem Leben rein und aber auch von anderen. Mira, ist es bei dir ähnlich? Basieren deine Texte auch auf vielem, was du... Also man schreibt ja immer über Dinge, die man sich selber entweder vorstellt oder erlebt hat. Aber fließt da auch viel Persönliches ein, ohne dass du jetzt sagen musst, was und was du vielleicht, was ja vielleicht auch peinlich wäre oder Ähnliches? Ja, also vieles fließt so
unbewusst oder unwillkürlich mit ein, weil man einfach die Erfahrung gemacht hat oder weil man eben bestimmte Sachen einfach mal die Ansichten so hat, was dann irgendwo ja doch, also zumindest bei bestimmten Charakteren auch wieder so auftaucht. Ansonsten, also es sind auch Fantasy-Bücher dabei, also das ist natürlich eine komplett andere Welt. Ich habe ein Buch gemacht, das spielt in den letzten Jahren der DDR, so die Wendezeit. Und das habe ich wirklich bewusst so gewählt, weil ich gemerkt habe, dass so ganz viele Genießen und Genossen heißt das, dass so ganz viele Erinnerungen von damals, so diese Besonderheiten, die es in der DDR so gab, ob das nur bei der Beschaffung gewesen ist von bestimmten Sachen, was so unter der Ladentheke lang ging oder über Beziehungen, dass man sich irgendwie über dunkle Kanäle dann so doch ranholen konnte oder auch so ganz verrückte Sachen aus dem Alltag, dass das aber immer mehr verloren geht, dass man Ja, sich da gar nicht mehr richtig dran ja. erinnert. Also das ist jetzt kein, also schon am Rande auch politisches Buch, aber ohne Wertung. Also das soll die Zeit weder schlecht reden noch in den Himmel heben, irgendwas, sondern einfach nur, dass eben ein bisschen, dass es in Erinnerung bleibt, dass es festgehalten ist. Lauter auch witzige Anekdoten sind dort eingeflossen, die man natürlich auch selber erlebt hat. Also der Text ist am Ende auch, hat auch die Funktion eines Zeitzeugen, Ja, wenn du also so bei dem willst, Buch ne? auf jeden Bei Fall dem Buch auf schon. jeden Fall. Genau. Wie kommt das denn, dass du da so eine große Bandbreite hast? Also von relativ authentischen Texten bis hin zu Fantasy. Ist das, weil du auch literarisch so breit interessiert bist, was du liest? Also ich lese tatsächlich querbeet alles. Also bei mir kommt es wirklich mehr darauf an, wie es geschrieben ist. Der Schreibstil ist für mich relevant, weniger der Inhalt dann. Also muss schon irgendwo eine interessante Geschichte sein, aber ich habe mich das nicht irgendwo festgelegt. Aber das ist halt wirklich, was mir durch den Kopf schießt. Also worauf ich jetzt Lust habe. Also im Moment schreibe ich an einem Krimi. Ist mein erster, ist was ganz anderes Schreiben, was man dort hat, ist so wirklich eine neue Erfahrung. Aber was eben, da hat man eine Idee und die entwickelt man weiter und irgendwann wird was draus, aber also da würde ich mich wirklich nicht festlegen wollen auf Also im irgendwas. allerersten Gespräch hatten wir ja Claudia Pulvers, die ja Krimis schreibt, die hat uns den Rat gegeben. Ich persönlich habe mich ja noch nie an einem Krimi probiert. Sehr genau den Plot ausarbeiten, Richtig, damit genau. nichts schief geht, damit man nicht vom Leser überführt wird, dass irgendetwas gar nicht hätte stimmen können. Ja. Also Krimi ist schon auf die hohe Schule. Das Vom ist Plot her, von der genau, Handlung her auf alle das Fälle. ist genau die Sache. Also ich habe die ersten Bücher, da war ich ja selber, also mich hat das total überrumpelt, was für ein Eigenleben so eine Geschichte entwickelt. Also man hat so einen Anfang und dann haben die ersten Geschichten, also das war verrückt, wo die sich teilweise hinentwickelt haben, was ich vorher überhaupt nicht auf dem Zettel hatte. Also ich habe dann mehr mitgeschrieben, was sich mein Kopf so ausgedacht hat und war selber überrascht. Und das geht beim Krimi nicht. Also den muss man Nee. wirklich vom Ende zum Anfang hin denken und Ja. dann sich auch wirklich genau ans Skript halten. Nur mein Mann ist Ermittler bei der Polizei, der liest immer noch mit quer, ob Sehr das auch gut. wirklich so hinhaut, weil der ja selber, wenn der Krimis anguckt, geht es ja am Laufenband zu. So, das ist echt überhaupt nicht und das geht überhaupt nicht. Und Also hast du auch noch einen kritischen Begutachter. ja, wenn man es jetzt wirklich auf die reine tatsächliche Ermittlerarbeit runterreißt, dann will es keiner mehr lesen. Dann ist Nee. es ja auch nicht spannend. Also man muss dann so einen Mittelweg finden, auch ein bisschen fiktiv, auch wenn der Ermittler dann manchmal sagt, geht so nicht, aber ist halt so. Aber dass es schon so ein bisschen realistisch auch ist. Aber man muss sich wirklich sehr diszipliniert dabei verhalten, wenn man das Vanessa, schreibt. was liest du denn gerne für Bücher? Also zurzeit lese ich eigentlich nicht so viel, zurzeit schreibe ich eher selber. Oh, Und ich lese aber meiner Für Oma den zum. Eigenverbrauch Ja, ich sozusagen. lese immer meiner Oma dann vor. Ja. Und was hört die Oma gern? Deine Geschichten. Ja. Und ist die Oma auch da kritisch und sagt, naja, das hat Nee, mir also besser sie sagt gefallen, immer Vanessa, so, oder das gefällt mir nicht so sie gut? sagt immer, es ist gut und sie sagt so, ja, du wirst da bestimmt wieder gewinnen. Das hat sie auch letztes Mal gesagt. Ich so, nee. Und dann, als ich gewonnen habe, habe ich gesagt, du hast bestimmt die Jury bestochen. Also ich war ja in der Jury, ich kann mich an die Bestechung erinnern. Irgendwie ist die bei mir nie angekommen. Kann Nee, sein. ich habe ja deine Geschichten auch oder deine Gedichte auch gelesen, fand sie auch schon sehr schön. Ist eine gute Überleitung, ne? Ja. Trag's doch einfach mal vor, bitteschön, du hast das Wort. Eine wahre Geschichte. Im April, ich vor meiner Haustür stand, lächelnd, den Pokal in der Hand. Doch war dies wirklich ein Grund zur Freude? Wohl eher der Beginn einer düsteren Zeit, denn es ist das erste Mal Intervallfasten gewesen, von dem ich in einer Zeitung gelesen. Seitdem erzählte ich vom Frühstück nur. Hinter Schulaufgaben verbarg ich meine Fastenkur, leugnete mir selbst meinen Hunger und dann kam es, dass ich ihn wirklich nicht mehr fand. Log auch meiner Familie ins Gesicht. Dabei war die Ehrlichkeit zuvor meine Pflicht. Doch der Wunsch zu hungern war nun einmal größer, stärker.
und das Essen eine Qual. Unverschämt zu sagen, es hat geschmeckt. Dabei habe ich es nur versteckt. Verstand mich auch, mit Wegschütten zu tricksen. Fühlte mich wie eine Hexe, die die Zutaten mixen. Begann, das Schulbrot im Spind zu horten. Aus 16 Stunden waren 2 Tage geworden. Ich redete mir ein, ich hätte trotzdem Kraft. Dabei habe ich alles nur noch mit Mühe geschafft. Längst war es meiner Sinne raub. Meine Beine krampften, mein Kopf war taub. Nur wollte ich es mir nicht eingestehen. Dafür fand ich das Fasten schon viel zu schön. Einen halben Tag später kam Vater heim. Ich wollte eigentlich schon längst im Bett sein. Nur hatte er mich schon gesehen und hieß mich, auf die Waage zu gehen. 35,5 zeigte sie an. Da ward klar, dass ich nichts gegessen haben kann, dass meine Essensgeschichten nur Märchen waren. Und als Vater mein Tagebuch gelesen, ist dies Anhaltspunkt gewesen, mich in derselben Nacht in die Klinik zu fahren. Das Essen war stets schwer und verflixt, habe ich auch dort noch weiter getrickst. Doch wollte ich mir den Rest meines Lebens verderben und zu riskieren, jetzt schon zu sterben? Wäre es mir wirklich egal, was andere würden denken, tät ich das Glück meiner Jugend verschenken? Ich dachte daran, wie sie mich vermisst, hätte ich den Hungertod geküsst. Da fing ich an, wieder zu essen und das Fasten zu vergessen. So konnte ich bald schon heim, dort ließ ich gleich das Hungern sein, sagte voll Reue, hab euch alle belogen. Sie antworteten, eigentlich hast du nur dich selbst betrogen. Dennoch war es schwer, das Vertrauen zu allen wieder aufzubauen. Nun weiß ich, dass man so etwas erst mit den Eltern bespricht und dass jede noch so gute Lüge einmal kommt ans Licht. Dankeschön, Vanessa. Das ist ja in 2 Schichten für mich, wenn ich das jetzt nochmal so von dir persönlich vorgetragen höre. Also erstmal die Gefährlichkeit dieses Fastens, ja, die ja nicht ganz ungefährlich zu sein scheint. Will dich jetzt nicht fragen, ob du das selber erlebt hast, das musst du nie erzählen. Und dann noch dazu, dass du dich in so ein Geflecht von Lügen und Halbwahrheiten begibst und damit eigentlich die Gefahr noch größer wird, weil vielleicht dir jemand helfen will und du den so lange belogen hast oder belügst, bis es dann zum Krankenhausaufenthalt kommt. Sag mal, wie kommt es denn, dass du das in Versform schreibst? Das könnte man ja auch in Prosa schreiben. Also ich habe das tatsächlich selber erlebt, also so wie es geschrieben ist. Und ich habe auch mal einen Text angefangen. Und dann aber irgendwie bin ich doch auf die Idee gekommen, ein Gedicht zu schreiben. Und ich hatte am Anfang keine Überschrift. Und mein Vater meinte so, nenn es doch eine wahre Geschichte. Deine Eltern oder der Vater, die haben gewusst, dass du das schreibst? Ja. Also ich habe das erst mit Bleistift geschrieben und dann halt nochmal in Reinschrift. Und mein Vater, der fand das persönlich mit am besten. Und ich so, nee, eher nicht so, eher für das andere. Aber das wurde dann nicht genommen. Aber damit war das Gedicht dann für dich persönlich auch eine Form, mit dem Thema eigentlich umzugehen. Und das Thema für dich selber auch, ich sag mal, abzuhaken. Ne? Ja, also ich fand es halt auch krass, dass ich halt dafür gewonnen habe. Ja. Ja, wo ich halt nicht damit gerechnet hatte. So. Naja, wenn man irgendwo sich an Wettbewerb beteiligt, kann man schon ja nicht damit rechnen, dass man irgendwie den gewinnt. Aber es war ja ein sehr anspruchsvolles Gedicht und ich freue mich natürlich schon, wenn du wieder mitmachst. Also ich habe das tatsächlich auch vor der Klasse vorgetragen. Ja. Aber da gehört doch schon eine ganze Menge Mut dazu, ne? Also ich fand das eigentlich, ich war auch nicht aufgeregt so richtig. Also ich habe das einfach so vorgetragen und meine Lehrerin, die hatte da persönliche Erfahrungen mit der Familie und meinte halt auch, dass das wirklich schlimm ist. Und daraufhin habe ich zuletzt nochmal ein Gedicht geschrieben aus der Sicht einer Mutter. Das heißt, Deine Knochen heißt das. Und darum geht es einfach, wie die Mutter das sieht, wie die das erlebt. Und dann kommt es aber zum Dialog mit dem Kind, dass das Kind sagt, ich war wie in einem Hamsterrad, ich konnte da nicht mehr raus. Ja, das kommt hier auch zum Tragen. Ich habe das auch, Mira, hast du das auch gespürt? Das ist tatsächlich so eine Spirale, wo man sich immer weiter in einen unheimlich unangenehmen Zustand begibt und trotzdem es nicht schafft, schnell dort rauszukommen. Da gehört wahrscheinlich auch viel Energie dazu, ne? Ja, also bei mir war es halt auch so, es gab auch gewisse Menschen, die mir wichtig waren, meine Familie, meine Freunde. Und ich wollte einfach dieses Leben nicht mehr haben hinter einem Schleier. Also das war wirklich, ich habe alles gehört und gesehen, aber das war wie hinter einem Schleier. Und das fand ich einfach nicht cool. Das ist sehr schön, dass du das über diese Form auch versuchst, für dich persönlich
zu verarbeiten. Das finde ich ganz toll. Das mache ich eigentlich mit allen Bereichen. Ja. Mira, jetzt frage ich immer, schreibst du auch Gedichte? Ja, aber lustiger. Also wird jedes Jahr zu Weihnachten, wissen jetzt schon alle, gibt es eigentlich ein sehr langes Mundartgedicht, weihnachtliches, über lustige Weihnachtsmanngeschichten, solche Sachen. Ja, oder für Anlässe oder so. Mein Vater kriegt jedes Jahr zum Vatertag ein lustiges Gedicht. Aber das ernste Dichten ist jetzt nicht so meins, Sind die muss ich auch schon sagen. irgendwo veröffentlicht? Nee, also das gibt es wirklich bloß für die Familie. Da auch mal in Buchform. Auch lustige erzgebirgische Weihnachtsgeschichten sind dann auch noch mit dabei. Wird irgendwann mal, will ich tatsächlich was Erzgebirgisches, so als Abschluss, wenn ich dann sage, jetzt wird nicht mehr geschrieben, gibt es was Erzgebirgisches, dann. Kann ja noch 40, 50 Jahre dauern, Ja, mal ne? sehen, was die Medizin so uns noch bringt. Ob wir so lange noch mitmachen, aber ja, aber sonst ist es wirklich nur so anlassbezogen, eben lustig, dass es sich reimt und so. Du hast Also. mir jetzt ein wunderbares Stichwort gegeben, ne? Mundart. Vanessa hat ja auch eine Ja. Mundartgeschichte geschrieben und du hast sie vorgetragen im Rahmen von der Preisverleihung Mitte März. Was habt ihr denn persönlich immer alle beide jetzt? Also wir müssen nicht gemeinsam sprechen, sondern wir fangen mit dir an, Mira. Was hast du denn für eine Beziehung zur erzgebirgischen Mundart? Ich meine, du stammst von hier. Ich nehme an, dass du es auch verstehst und selbst sprichst. Und wünschst du dir, dass es weiter gepflegt wird? Ja, also mein Vater kommt vom erzgebirgischen Dorf, der spricht es immer noch relativ gut. Ansonsten meine Mutter eher nicht. Dann war die Schulzeit, meine beste Freundin war aus Gelobtland. Dort haben sie auch so geredet, ich weiß noch. Ich habe mir immer übelste Mühe gegeben, wenn ich dort war, dass ich es auch schaffe, so zu reden und nicht so aufzufallen. Und als ich dann wirklich dachte, jetzt bekomme ich es hin und kann so richtig schön erzgebirgslang hinschlurksen, hat meine Mutter zu mir gesagt, wenn du weiter so redest, darfst du nicht mehr hin. Und da musste ich mir wieder Mühe geben. Nun, mein Mann kommt nicht von hier, deswegen hat man es dann auch erstmal eigentlich sich Mühe gegeben, nicht mehr so zu reden, in Chemnitz gelernt. Dann habe ich auch mal in Brandenburg gewohnt, also man war eigentlich komplett weg. Und hier so nach und nach habe ich ja dann zumindest das Bewusstsein wieder dafür entwickelt. Das muss ja irgendwie auch erhalten werden und ich finde es auch schön. Und ich finde es eigentlich schade, dass nach der Wendezeit gerade die Leute hier so versucht haben, ihren Dialekt zu verleugnen, weil ja das immer so ein bisschen negativ behaftet ist. Und man kann eigentlich stolz drauf sein. Also Erzgebirgische klingt ja auch nicht so wie Sächsische. Also ich finde, klingt viel, viel schöner, lustiger. War das jetzt eine Kritik an mir? Nee. Nee, nein, nein. Und es muss erhalten werden und man muss sich dann auch wirklich erstmal wieder reinfinden. Also wir haben ganz alte erzgebirgische Bücher, wo wir gelesen haben und was schwierig war, das erstmal zu lesen, also was man laut vor sich hinlesen musste, um es überhaupt zu verstehen wieder. Und Und dann haben wir. hast du die Befürchtung, dass es ausstirbt? Es werden gefühlt immer weniger Menschen, die es sprechen, die es aktiv sprechen, oder? Ich hatte die Befürchtung, aber ich habe schon das Gefühl, dass das Bewusstsein mehr wieder kommt. Mir wäre es wohl lieber, wenn es in den Schulen tatsächlich auch mal vermittelt wird, was ja erzgebirgische Schulen sind. Ist nicht wie im Sorbischen oder so zum Beispiel, was ja eine eigene Sprache ist, was dann dort im Unterricht richtig gelehrt wird. Aber wenn bei uns im Deutschunterricht, auch gerade in der Grundschule, das einfach mal so am Rande mit so eine Geschichte mit durchgenommen wird oder das einfach mal thematisiert wird, wie es zu Hause gesprochen wird, dass die Kinder das überhaupt erstmal das Bewusstsein dafür wieder entwickeln. Vielleicht auch hören, wenn es lustige Texte sind, dass es lustig sein Ja. kann. Vanessa, wenn du deinem Deutschlehrer oder Deutschlehrerin. Deutschlehrerin, wenn du die fragen würdest, können wir mal eine Stunde Mundart machen? Wie würde die vermutlich reagieren? Mit Kritik. Mit Kritik. Ah, Findet sie nicht gut. Das ist eigentlich schade, ne? Also sie hat halt erst gesagt, ich soll mein Mundartgedicht selber vortragen, weil es es selber nicht so gut kann. Und dann habe ich im Endeffekt beide Gedichte vorgetragen. Aber. Also das ist ja das Thema. Also wie bist du? Oder du bist da perfekt, du sprichst das richtig fließend. Ich glaube schon, also ich habe das auch, ich komme ja aus Hilmersdorf und da gibt es die Hilmersdorfer Sänger. Und der Opa, der hat letztens ja CDs da reingelegt ins Radio und dann auch vollkommen schief mitgesungen. Und daher habe ich das eigentlich, also der Opa, der spricht das eigentlich sehr gut. Der benutzt auch solche Wörter wie Mischant für meinen Bruder und sowas. Ja. Gut, das war das Thema Mundart. Deine Bücher sind nicht in Mundart verfasst, Mira? Nee? Noch nicht. Gut, okay. Dann darfst du das jetzt auch in Hochdeutsch einem Werk etwas vortragen, wenn du möchtest. Okay, gut.
Also ich habe mich mal für dieses Buch entschieden, Überfall von oben. Das ist doch so ein bisschen Fantasy, die ins wahre Leben hineinspielt. Ich lese erstmal ein Stück vom Klappentext, hat man ja gesagt. Also, Linus ist ein wahrer Glückspilz im Leben. Zu dumm, dass dieses abrupt und unerwartet endet. Und damit nicht genug. Er strandet im Jenseits versehentlich in der Abteilung für irdische Wiedergänger. Von dort kommt nur weiter, wer seine Aufgabe ordnungsgemäß erfüllt hat. Doch wie sich herausstellt, gibt es für Linus keine Aufgabe. Er steckt fest, ein noch nie dagewesener Fall. Was nur tun mit dem Stirnfried? Bloß kurz zur Geschichte. Er reist dann von dort tatsächlich aus, muss dann wieder eingefangen werden. Und ja, jetzt lese ich einfach mal den Anfang. Linus hatte, wie übrigens die meisten Leute, Schwierigkeiten, die Unabänderlichkeit gewisser Tatsachen zu akzeptieren. Sein neuestes Problem bildete da keine Ausnahme. Im Gegenteil, kein Wunder. Dieses Mal ging es um Leben und Tod. Und wie es aussah, hatte Letzterer gewonnen. So ein Mist. Linus war vollkommen unvorbereitet. Aber wer rechnete denn auch mit sowas? Er war zu jung, um zu sterben, eindeutig, und viel zu gesund. Und überhaupt, was war eigentlich passiert? Er hatte telefoniert, genau. Er wusste nicht mehr genau mit wem. Seiner Frau? Nein, nach angestrengtem Nachdenken entschied er sich dagegen. Jetzt fiel es ihm wieder ein, richtig, er hatte mit seiner Mutter telefoniert. Die, wer auch immer die waren, hatten ihn nicht mehr aussprechen lassen. Mitten im Satz plötzlich gleißendes Licht und zwar überall. Das Licht war ebenso schnell verschwunden, wie es aufgetaucht war. Stattdessen fand er sich wieder im Nichts, allein mit der schrecklichen Gewissheit, dass sein schönes Leben gerade dahin gegangen war. Einfach so. Oh Mann. Seine Kopfschmerzen brachten ihn um. Er hob die Hand, vergeblich. Einmal mehr musste er feststellen, dass es keine Hand mehr gab, die er heben konnte. Ein Kopf übrigens auch nicht. Aber wieso zum Teufel tat er dann so weh? Das musste ein Irrtum sein, genau. Oder ein schlechter Traum. Jetzt hatte er's. Wenn da nur nicht diese schreckliche Gewissheit wäre. Tiefe, bislang verborgene Instinkte sagten nüchtern: Hey Kumpel, lass gut sein, du bist tot. Finde dich damit ab. Toller Ratschlag. Das mit dem Abfinden konnte Linus noch nie. Es gab immer eine Lösung. So konnte es doch nicht zu Ende gehen, nicht mit ihm. Empörung machte sich breit. Er hatte sich nicht mal verabschieden können. Was war das denn bitte schön für eine Sauerei? Er sehnte sich nach sich selbst, seinem Körper. Linus besaß, wie er fand, einen recht attraktiven Körper. Er hatte auch allerhand dafür getan. Doch einfach so, von jetzt auf gleich, hatte man ihn da rausgeholt und seinen schönen Körper dem Verfall preisgegeben. Würmer und Maden würden sich stattdessen seiner bemächtigen, lieber Himmel. Linus versuchte zu wenden. Doch wie, wenn man keine Gliedmaßen hatte? Er floss dahin, unfähig, die Richtung zu ändern. Helles Licht tauchte auf. Na großartig, das hatte ihm gerade noch gefehlt, das berühmte helle Licht. Allmählich erkannte er Buchstaben, große, grell erleuchtete Buchstaben. Und schließlich ergaben diese auch einen Sinn. Willkommen im Jenseits. Ha, sehr witzig. Hatte ihm vielleicht jemand Drogen untergejubelt? Halluzinierte er? Weitere Schilder tauchten auf und wiesen ihm den Weg. Linus musste nichts tun, er konnte auch gar nicht. Träge schwamm das, was von ihm noch übrig war, an leuchtenden Schildern vorbei. Bunte Wegweiser durch nichts. Fehlte nur noch, dass sie blinkten. Vielen Dank. Mira, wie lange schreibst du ungefähr an so einem Buch? Also ich plane pro Jahr eins. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Ich schreibe dann aber auch immer von Januar bis ungefähr August, September, weil bei uns der Herbst dann wirklich komplett für die Weihnachtsbastelei eingeplant ist. Ach, sehr schön. Da wird dann nicht mehr geschrieben. Das ist ja auch dann, sage ich mal, Traditionspflege, wie Ja, Mundart, auf jeden ne? Fall. Also bei uns wird ganz viel Holz gebastelt. Das sind ja die Bücher, wenn ich das immer so schaue, das sind das so zwischen 300 und 600 Seiten ungefähr, Genau, Druckseiten, also ne? 300 bis 500 3 so bis 500 irgendwo Druckseiten. dazwischen, genau. Da muss ich jetzt mal noch wieder mal zu Vanessa gucken. Kannst du dir auch vorstellen, so doch etwas, so eine längere Geschichte, Also mal anzufangen oder zu versuchen? ich habe schon Romane geschrieben, aber die sind, also das wären vielleicht so 100 Seiten. Das ist noch nicht so Wo viel. kann man denn die lesen? Also ich habe tatsächlich eine mit. Das kann man jetzt leider nicht vorlesen, aber das kann man auch nicht einreichen, weil das meistens Kurzgeschichten sind, die Genau, eingereicht genau. werden müssen. Aber da kann ich dir nur empfehlen, setz dich mit Altersgenossen zusammen, die sich auch für Literatur empfehlen. Da gibt es Kenne manchmal ich gibt's keine. Vereine, es gibt Zirkel und ähnliches. Tauscht euch da auch aus, weil dieses Hobby möchte ich gern, dass das nicht versiegt. Weil wenn man das nur immer für sich schreibt, ist es zwar auch in Ordnung, aber man braucht, denke ich, und das hast du ja auch gemerkt, Mira, man braucht auch ein bisschen eine Reflexionsebene.
ob man schreibt für sich und findet das natürlich gut. Und manchmal ist so eine positive Kritik natürlich auch ganz wichtig. Ne? Es gibt so Seiten, muss ich da mal einwerfen, also gerade für junge Leute, meine Kinder schreiben ja auch alle bitte. Und mein Sohn zum Beispiel veröffentlicht immer mal was, ich habe jetzt bloß den Namen gerade nicht im Kopf, aber das könnte ich dir mal noch zukommen lassen. Dort kann man immer, also sofort laufen, so wie man die Geschichte weiterschreibt, stellt man das dort ein und da haben dann andere drauf Zugriff. Das ist so eine Plattform, die können Ist dann das wie dort eine lesen. Fanfiction oder so? Nee, das hieß anders. Aber sowas gibt es wahrscheinlich, also gibt es vielleicht mehrere, ne? Keine Nee, bei Ahnung. einer Fanfiction kann man das ja auch nach und nach. Also Kapitel 1 und Ja, dann Kapitel 2 und genau. dann. Und dort stellt man auch, also so wie man was weiter geschrieben hat, stellt man es Das ist ein. Wenn ja nicht, dann cool. nicht. Und das können andere Leute aber dann noch wieder mitlesen, Feedback geben. Und dafür ist das ganz gut. Also man kriegt, verdient jetzt kein Geld dran. Aber gerade so zum ersten Mal austesten, was so ankommt, und finde ich das eigentlich Das richtig ist gut. schön. Guter Hinweis, mach das einfach mal, Vanessa. Ja, Vanessa, hast du schon fast fertig für einen neuen Wettbewerb? Ich habe schon drei Werke fertig. Ah, schon 3 Werke fertig. Und wie willst du noch mehr einreichen? Na, Oder? man darf ja nur drei. Ach so, man darf nur 3. Das habe ich jetzt Also, außer Acht okay. gelassen. Du kannst ja jemandem so ein Werk geben und sagen, Ja, das hier nur das für habe ich mich auch schon ein. überlegt. Ist Das das haben was? schon Konkurrenz. Ah. Aber ich bin ja eher ein ehrlicher Typ und Ja, nee. nee, das habe ich heute gemerkt, dass du so ein ehrlicher Typ bist, dass du sogar deine eigene Geschichte, die ja relativ dramatisch auch war, so bekannt gibst, finde ich eine ganz, ganz tolle und mutige Geschichte. Gefällt dir der Tenor, die Thematik im neuen Wettbewerb mit der Ballerfelder, mit den Knöpfen? Also ich saß dort und dachte mir so, oh nein, ey. Hättet ihr euch mal nicht was anderes einfallen lassen? Ja, wir haben es ein bisschen schwer machen Und wollen. dann habe ich einen Text geschrieben, der war aber sehr dramatisch, also mit Abtreibung und so. Dachte ich so, nee, kannst du nicht nehmen. Und mittlerweile habe ich halt auch, also drei Werke fertig. Und ja, ich denke schon, dass es ganz gut ist, aber ich will mich da an nichts Die festklammern. Oma kennt die aber schon. Die hat es schon gehört. Ja. Ja, Die fand und sie gut. die fand sie gut. Na, das ist ja schon. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, vorhin war die Oma kommen will. Ich glaube, ich kenne ein so gutes Qualitätsmerkmal, oder? Ich glaube, die findet alles gut. Naja, das ist ja so, sonst wäre es ja keine richtige Oma. Aber die sagt halt so, ich lese ja auch viel und deins gefällt mir halt. Und der Ja. Jury hat es halt auch gefallen. Nee, das ist. Ja, das haben wir ja gemerkt. Naja. Also, das ist sehr schön, dass du wieder dich auch beteiligen willst. Vanessa, wir werden ja dann mal sehen. Die werden ja anonymisiert eingereicht, Das die weiß ich. Geschichten. Das Ne? finde ich auch sehr toll. Ja, Machst du das wieder ist auch Mund auf? das Ja? alles andere geht auch, glaube ich, nicht. Und da bin ich mal schon ganz sehr gespannt. Ich habe so das Gefühl, dass die halbe Stunde schon wieder fast zu sich ihrem Ende neigt. Das heißt mit anderen Worten, wir haben jetzt noch die Gelegenheit. Ich würde mit dir beginnen. Und Vanessa hat ja im Moment ihre eigenen Werke, die sie vorträgt. Wir können noch ein Buch vorstellen, du eins, ich eins, was uns sehr gefällt und was wir unserem zuschauenden Publikum als Leseempfehlung geben würden. Also ich habe heute mitgebracht von Terry Pratchett Schweinsgalopp. Also Terry Pratchett, da habe ich zwei solche Regale voll Büchern. Also ich habe so ziemlich alles, was er geschrieben hat, lebt leider nicht mehr. Hat mich wirklich zu einer speziellen Form von Fantasy gebracht. Ich war nicht so der Fantasy-Freund, muss ich sagen. Ich habe Tolkien gelesen, das ist einfach ein Meisterwerk, aber danach hört es auch auf. Aber Terry Pratchett hat eine Welt geschaffen, eine Scheibenwelt, wo unsere reale Welt auf die Schippe nimmt, mit sehr viel Wortwitz und teilweise auch wirklich richtig bösen, zynischen Kommentaren. Aber es ist wirklich zum Schreien komisch, die Bücher zu lesen. Und davon kann man dann irgendwann nicht mehr genug kriegen. Also man wird wirklich süchtig danach und der Schreibstil ist unglaublich gut. Wie gesagt, Wortwitz, da wird schon viel durch die Übersetzung auf der Strecke geblieben sein, fürchte ich. Aber das, was immer noch übrig geblieben ist, reicht schon. Also man kommt aus dem Lachen nicht mehr raus und findet sich oder so die Macken der Menschheit oder so der einzelnen Regionen vielleicht auch auf der Welt, findet man überall wieder. Es gibt aber eben auch Elfen und Hexen und Trolle und Zwerge und also passt wirklich Hat perfekt dir also alles Spaß zusammen. gemacht. Ja, also Und hast das. du auch draus geschöpft, nehme ich an, ne? Ja, also dadurch habe ich überhaupt erst, also diese Form der Fantasy, das ist auch so auf die witzige Schiene, das hat mir wirklich gefallen. Da habe ich dann auch so tatsächlich auch so ein bisschen Ideen gesammelt dadurch. Also war mir vorher nicht bekannt, aber kann ich nur empfehlen. Vielen Dank für deine Empfehlung. Ich habe mitgebracht Der letzte Satz von Robert Seethaler. Es geht hier nicht um einen letzten Satz geschriebener Art,
sondern es geht um einen Satz eines Musikstückes. Robert Seethaler schreibt ein sehr bewegendes und dramatisches Werk zu einer Überfahrt von Gustav Mahler über den Ozean. Es ist ein relativ dünnes Bändchen, gerade mal 130 Seiten knapp, aber eine sehr bewegende Geschichte. Kann ich Ihnen also von meiner Seite sehr empfehlen. Ja, liebe Vanessa, liebe Mira, die halbe Stunde ist rum. Es hat mir unheimlich Spaß gemacht, mit euch über Bücher, über Literatur, über eigene Werke, auch über andere Literatur zu plauschen. Ich freue mich, euch wieder mal zu treffen. Bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass Sie auch bei Folge Nummer 6 wieder geduldig eine halbe Stunde zuhören. Tschüss.